damit Ihre Wünsche nicht zu kurz geraten. Sparkassen Privatkredit. Ja, der Präsident der Offenbacher Kickers steht neben mir, Frank Ruhl. Danke erstmal. Unpopuläre Entscheidungen treffen gehört leider auch zum Business. Tja, das ist nun mal so im Leben. Es gibt einen Anfang und es gibt ein Ende. Ja, und jetzt ist heute das Ende gekommen für Arifan Lent und für Manny Binz. Ja. Und jedes Ende hat auch wieder einen Anfang für die Nächsten, die kommen. Mhm. Vielleicht ganz kurz zur Chronologie. Wann ist dir klar geworden, hier muss etwas passieren? Ja gut, das war ja schon die ganze Zeit im Gespräch, dass wir, sagen wir mal, eventuell was tun müssen, weil die Erfolge waren eben nicht da. Wir hatten halt schwache Ergebnisse, insbesondere natürlich in der Liga. Aber die Entscheidung ist letztendlich erst heute gefallen. Wir hatten halt alle gehofft, dass noch die Spiele gegen Aachen und auch Stuttgart 2, dass wir da die Kurve kriegen. Und wir hätten uns wirklich gewünscht, dass Arifan Lent Erfolg hat mit unserem OFC. Aber das ist nun mal leider nicht so. Und wir sehen auch nicht, dass in absehbarer Zeit der Erfolg wieder sich einstellen wird. Wo kam jetzt der entscheidende Impuls her? Olli Roth, war der heute hier mit dabei in der Sitzung oder? Nein, der war nicht physisch dabei, aber der war natürlich über Telefon zugeschaltet und insofern auch mit beteiligt. Und jetzt hieß es, Michael Hartmann übernimmt erst einmal. Ja. Welche Rolle, oder sagt man, das könnte ja vielleicht eine Weile dauern, bis er dort wieder ersetzt wird? Oder wie muss ich das verstehen? Ist er bis zum Ende der Saison angedacht? Nein, auf keinen Fall. Das ist jetzt eine interimistische Situation. Und wir denken, dass wir in den nächsten 10 bis 14 Tagen einen neuen Mann präsentieren können. Und den willst du uns jetzt schon mal nennen? Ja. Ganz bestimmt nicht. Nicht? Okay, das wundert mich jetzt. Okay, aber wie müsste denn das Anforderungsprofil aussehen? Wenn du sagst, das hat sich schon so ein bisschen angedeutet, hat man ja so ein bisschen Vorstellung. Was müsste sich denn jetzt verändern? Denn die Veränderung habt ihr jetzt eingeläutet. Wie muss jemand beschaffen sein, dass er den Karren jetzt hier sportlich sozusagen wieder in Bewegung bringt? Ja gut, Lars, wir haben jetzt eine ganz andere Situation als noch vor ein paar Wochen. Da haben wir ja noch von ganz nach oben geträumt. Jetzt sind wir mitten im Abstiegskampf. Das sind natürlich schon auch andere Bedingungen. Jetzt ist Kampf, jetzt ist Einsatz gefragt und Disziplin und Ordnung. Das heißt, es muss schon also auch ein Trainer sein, der konzeptionell stark ist, der in der Führung stark ist und unseren Spielern klar machen kann, um was es jetzt geht. Wobei wir jetzt nicht mehr drumherum reden können. Wir spielen ja im Moment gegen den Abstieg. Können wir nicht drumherum reden, wenn man so weit unten steht jetzt, beziehungsweise was die Punkteausbeute zuletzt angeht. Und da wäre ja der Ramon Berndtrot eigentlich ein sehr erfahrener Mann. Der hat ja den Abstieg immer vermieden. Der Ramon wird das nicht machen. Der Ramon ist ja auch kein Interimstrainer. Die Zeit ist vorbei, sondern wir wollen jetzt also da dem jungen Mann Hartmann, der sich ja sehr gut macht, auch da jetzt mal eine kleine Chance geben, sich zu zeigen. Aber wir werden jetzt einen doch erfahrenen Mann, der, sagen wir mal, weiß, wie man so eine Truppe führen kann, der auch mit dem Umfeld OFC umgehen kann und eben auch mit der Situation Abstieg, aber durchaus mit der Perspektive dann wieder nach oben, weil wir wollen ja einen Mann verpflichten, den wir dann auch in der nächsten Saison mindestens haben werden, sodass wir hier was Neues aufbauen können und insofern bin ich guter Dinge, dass wir da eine gute Lösung finden. Und das hört sich doch schon so an, als ob schon ziemlich klar ist, wer das wird, der neue Mann. Nein, das ist nicht klar, aber das Anforderungsprofil ist klar. Okay. Und ich meine, Lars, es ist ja ganz klar, so viele Namen gibt es ja nicht am Markt und wir können uns nur die leisten, die am Markt sind. Also wir können keine Trainer irgendwo rauskaufen. Und insofern ist das Angebot überschaubar, wenn man das mal so sagen darf. Und die Vorstellungen sind klar. Also ich denke schon, dass wir in 10 bis 14 Tagen da eine Lösung präsentieren können, die alle zufriedenstellt. Wenn ich jetzt mal so Namen ins Spiel bringe, bringt jetzt auch wahrscheinlich wenig. Vasic? Nee, bringt gar nichts. Oder Stumpf? Ich zucke nicht. Du zuckst nicht, okay. Nein. Also dann harren wieder die Dinge, die da kommen. Sehe ich so. Alles gleich. Wird schon gut werden. Danke dir. Okay, danke. Ja, im neuen Empfangsbereich der Offenbacher Kickers stehe ich jetzt hier mit dem OFC-Geschäftsführer. Und der hat heute im Grunde eine große Entscheidung zu vertreten. Du bist ja die Nummer 1, was die GmbH angeht, die Lizenzspielerabteilung. Jetzt hast du den Cheftrainer und auch den Co-Trainer beurlaubt. Wie kam es dazu? Ja, wir haben natürlich einfach, beziehungsweise ich habe auch die Entwicklung der letzten 11 Ligaspiele natürlich betrachtet, der letzten 3 Monate. Und da waren wir mehr oder minder jetzt einfach zum Handeln gezwungen, aufgrund einfach des extremen Negativtrends
sind natürlich Ari van Lent sehr, sehr dankbar für die Dienste, die er einfach geleistet hat. Ebenso natürlich für Manny Binz, der ja mehr als 10 Jahre hier beim OFC, ich nenne es mal, gedient hat in verschiedensten Positionen als Spieler, Co-Trainer etc. Speziell auch natürlich die Pokalerfolge sind mit Ari van Lent auch verbunden. Das rechnen wir ihm hoch an und sind da sehr dankbar. Nichtsdestotrotz steht aber der Ligabetrieb im Fokus. Das sind unsere Hausaufgaben, die wir täglich machen müssen. Und dort sieht es natürlich sehr eng aus, das muss man ganz klar sagen. Wie ist das jetzt so abgelaufen, die ganze Geschichte? Ari van Lent habt ihr sicherlich informiert. Vorher gab es wahrscheinlich ja, einen intensiven Austausch, oder wie muss man sich das vorstellen? Genau, also wir hatten einen sehr, sehr intensiven Austausch, insbesondere mit, sag ich mal, Sportkoordinator Ramon Berndro, mit Olli Roth, Präsidium etc., um einfach die Situation aufzunehmen, eine Bestandsaufnahme zu tätigen. Und dann natürlich im persönlichen Gespräch auch Ari van Lent sowie halt auch Manfred Binz, das einfach nahezubringen, mitzuteilen. Haben wir es einzeln mit Ihnen besprochen oder waren Sie zusammen dann da? Nein, man hat es einzeln besprochen, also das gehört zum guten Ton natürlich, hat auch natürlich einfach auch was mit Vertrautheit und auch Besonnenheit wiederum zu tun, dass man beide dann einzeln einfach zum Gespräch bittet. Und wie haben Sie reagiert? Also natürlich sind beide damit nicht glücklich, logischerweise. Wird sicherlich erstmal sacken müssen bei beiden. Enttäuschung ist dahingehend groß, weil beide ja sehr, sehr intensiv auch für uns einfach tätig waren. Und das wird sicherlich noch einige Zeit an beiden nagen. Hattest du den Eindruck, dass die beiden noch an die Sache geglaubt haben, dass sie beide gesagt haben, wir hätten das schon noch hingekriegt? Also so wie ich beide kennengelernt habe und wie ich beide auch jeden Tag erlebt habe, haben sie mit 100% oder 110% hinter der Sache gestanden, alles für den OFC gegeben und hätten sicherlich auch ihr Bestes noch zukünftig getan. Nur ist es einfach die Frage, ob das noch zielführend gewesen wäre. Wir haben für uns dann einfach den Schluss gezogen mit halt dem Ramon und dem Olli Roth sowie Präsidium. Das ist einfach nicht mehr lang, dass wir auch im Endeffekt da einen neuen Impuls einfach setzen müssen. Und da bist du beim Stichwort, neuen Impuls, der wird ja dann kommen, irgendwann in Personal. Und ja, wann wird das ungefähr sein? Denn es ist ja nur eine Übergangslösung. Genau, also wir haben jetzt mit Michael Hartmann, dem U19-Trainer, der wird erstmal zunächst interimsmäßig das Training leiten, der ersten Mannschaft. Wir werden natürlich jetzt in den nächsten Tagen diverse Gespräche führen, um dann natürlich, sag ich mal, schleunigst, ohne jetzt mich festzulegen auf die Tage, wie viele wir jetzt benötigen dafür, weil es eine sehr, sehr reifliche Entscheidung, die wir da treffen, weil es natürlich um eine Gesamtentwicklung auch des Vereins geht. Dort wird man dann sicherlich in den nächsten Tagen sicherlich das eine oder andere hören, beziehungsweise dann mitbekommen, wenn wir da eine finale Entscheidung getroffen haben. Kann man sagen, dass so das Ziel vielleicht ausgegeben worden ist, dass zum Saarbrücken-Spiel, zum Heimspiel schon der Trainer, der neue Trainer auf der Bank sitzt? Also es wäre natürlich schön, aber da möchte ich mich jetzt persönlich noch gar nicht festlegen, ob das schon der Fall ist. Also man sollte gewisse Dinge auch mit einer gewissen Besonnenheit wiederum und Ruhe auch angehen, weil es einfach eine Entscheidung mit Tragweite ist. Jetzt seid ihr ja schon mit dem einen oder anderen wahrscheinlich im Gespräch. Wie genau kommt man da voran? Also es ist im Endeffekt natürlich, dass wir Gespräche jetzt führen, man sich austauscht, wie grundsätzlich die Einstellung, die Perspektive auch ist, auch die Einschätzung des aktuellen Kaders und was man im Endeffekt auch damit bewirken kann. Und dann ist das, sage ich mal, der erste Schritt, um sich in Anführungsstrichen näher zu kommen und dann halt darüber hinaus zu sagen, okay, wie können wir perspektivisch einfach das ganze Thema angehen und auch zum Erfolg führen. Was sagt der Reinhard Stumpf dazu? Mit Reinhard Stumpf kenne ich persönlich nicht, keine Ahnung. Kennst du gar nicht, vielleicht lernst du ihn ja ganz bald kennen. Weiß ich nicht. Wie gesagt, ich kenne den Herrn Stumpf nicht, kenne natürlich seine Historie, habe aber mit ihm persönlich noch nie etwas zu tun gehabt. Okay, also dann ist er jetzt wahrscheinlich noch nicht in der Pipeline. Keineswegs. Okay, ja, dann wünschen wir dir ein glückliches Händchen und ja, dass es wieder richtig aufwärts geht mit dem OFC. Dankeschön, Lars. Danke dir auch. Bitte. Ja, jetzt ist es doch passiert. Ari van Lent ist beurlaubt worden und Ramon, danke erstmal, dass du dich zur Verfügung stellst. Wie kam es jetzt dazu? Gestern Abend haben wir ja noch überlegt, wie kann es jetzt weitergehen in Stuttgart. Aber es ist, denke ich, ja, in der Branche der übliche Weg. Ja, also man kann auch mal gegen den Strom schwimmen, das haben wir auch gemacht am Saisonbeginn, sind dafür belohnt worden. Dann haben wir es nochmal gemacht vor der Winterpause und gut, irgendwann, das ist der Lauf der Dinge. Ich persönlich, brauche ich glaube nicht erwähnen, bereue das, nicht bereue das, ich bedauere das. Und ja, es tut mir halt unheimlich leid, weil dann Ari van Lent ganz, ganz große positive Spuren hier hinterlassen hat, menschlich und fachlich. Er ist ein Trainer, der, ich weiß nicht, wann es das zuletzt gegeben hat, mal alle Pokalspiele gewonnen hat, Hessen-Pokal, DFB-Pokal. Aber ja, ist halt so gekommen und
ja, ich muss halt auch damit professionell umgehen. Ich glaube, meine Position weiß ja jeder. Klar, dass ich als Ex-Trainer unsere Trainer hier im Verein fördern will. Das ist schon jeden U12-Trainer in Schutz, der von kritischen Eltern, von kritischen Eltern da unter Druck gerät und genauso auch beim Cheftrainer. Aber das ist nun mal so, wir müssen mit der Situation jetzt leben, nach vorne gucken. Also man merkt es dir an, es ist menschlich schon eine schwierige Entscheidung gewesen. Warst du denn in die Entscheidung auch mit involviert als Sportkoordinator und muss man da vielleicht manchmal, ja ich sag mal, das Menschliche hinten anstellen und sagen, rein sportlich muss man einen anderen Impuls setzen, musstest du da auch mitvoten sozusagen? Ja, auch fachlich, aber es ist jetzt, Kickers Offenbach hat diese Entscheidung getroffen, es ist jetzt nicht okay, wenn ich ins Detail gehe und sage, der war mehr dafür und der hat die Lösung gehabt und das, aber es ist klar, ich denke, es ist normal, dass man sich zusammengesetzt hat und der Achi als Profi hat es auch professionell aufgenommen. Manni Binz dürfen wir auch nicht vergessen, der auch seine absoluten Stärken gehabt hat als Co-Trainer. Einer der loyalsten Menschen, die ich kenne, Manni Binz. Muss man auch mal hervorheben, der also nie danach getrachtet hat, selbst Cheftrainer zu werden, was in dieser Position ganz wichtig ist, der auch immer loyal war zu allen Cheftrainern, aber okay, wir sind alle erfolgsabhängig, im Fußball leben wir halt nicht in der Leistungsgesellschaft, sondern speziell im Fußball ist es eine Erfolgsgesellschaft und ich selbst war oft genug davon betroffen, also das Spiel kennen wir. Jetzt haben wir gehört, Michael Hartmann, der A-Jugendtrainer, rückt sozusagen auf, übernimmt erstmal das Training. Der ist recht jung und recht frisch jetzt da drin. Du musst jetzt wahrscheinlich auch so als Routinier, als Oldie sozusagen oder als Erfahrener da auch noch ein bisschen mehr im sportlichen Bereich mit Verantwortung übernehmen, oder? Mein Verantwortungsbereich bleibt derselbe. Also ich bin Chef vom Nachwuchsleistungszentrum und bin hier der Sportkoordinator. Also das heißt, ich versuche immer positiv zu vermitteln zwischen Mannschaft, Trainer und Vorstand, Dinge transparent zu machen. Das ist meine Aufgabe nach wie vor, im Markt präsent zu sein, da den Verein mit meiner Fachkenntnis zu unterstützen, mit meinen Kommentaren, mit meinen Infos, mit meinen Marktkenntnissen, wenn man so will, wie ich es immer sage. Und versuche mich da einzubringen. Nein, also Trainer, die Trainerzeit in Kickers Offenbach, die ist, also da habe ich genug Meter gemacht, das muss auch jeder verstehen. Ich war Interimstrainer, ich war Cheftrainer, ich war U23-Trainer. Da müssen die jungen Leute jetzt ran und die werde ich auch nach allen Kräften unterstützen. Zurück zu Michael Hartmann. Er ist im Moment verantwortlich, aber nur interimsmäßig, weil er hat keinen Fußballlehrer. Ach so, okay, aber du hast ja sicherlich heute mit ihm gesprochen. Was sagt er? Wie geht er da ran an die Sache? Ja, wie wir alle, das tut ihm unheimlich leid. Er hat es auch bedauert. Wir mussten ihn auch erst überreden und sagen, nein, die Entscheidung ist gefallen, es nützt nichts mehr. Er hat irgendwie gedacht, wenn er Nein sagt, dann hatte Ari noch eine Chance, aber wir haben gesagt, nein, die Entscheidung ist gefallen. Manni Binz und Ari van Lent sind beurlaubt. Und erst dann hat er gesagt, okay, dann stehe ich zur Verfügung. Ja, und jetzt müssen wir halt sehen, wir müssen nach vorne gucken, das sind wir uns allen schuldig. Also, aber da kann man jetzt noch nicht so ungefähr sagen, ob es da so ein bisschen Richtungswechsel gibt, auch im Sportlichen, hat er noch jetzt keine konkreten Vorstellungen geäußert, das ist ja alles, ist ja ein bisschen überrascht worden auch, ne? Ja, gut, rein personell hat jeder Mensch über eigene Vorstellungen, der eine probiert es links rum, denselben Weg, der andere rechts rum, manchmal passt das besser, manchmal das besser, das weiß ich als Ex-Trainer, nenne ich mich mal. Dann manchmal ist es auch nur, plötzlich kommt das Spielglück zurück mit einer anderen Person. Und und darüber hinaus sind wir auch auf der Suche nach einem Cheftrainer. Das dürfen wir ja nicht verhehlen. Also das ist ja ganz klar definiert. Auch noch für diese Saison jetzt? Ja, natürlich. An Michael hat man das ja gar nicht lange machen. Ein Fußballlehrer. Aber deswegen habe ich auf ihn auch gefragt, ob du dann vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen musst, gerade weil du ja auch im Abstiegskampf sehr erfahren bist. Und jetzt hat man einen hochmotivierten, guten, talentierten, aber noch unerfahrenen Trainer. Ja, und alle Trainer, die da sind, werde ich unterstützen mit meinem Fachwissen. Gerne. Ja. Das habe ich auch mit dem Ari van Lent gemacht. Ich denke, ich war ihm ein verlässlicher Partner, der den offenen Dialog mit ihm gesucht hat, der ihn auch sehr gerne erwidert hat. Aber ich selbst stehe da nicht zur Verfügung. Ja. Dann danke ich dir erstmal bis hierhin und dann hoffen wir das Beste. Ja, hoffen wir, ja. Gerne. Dankeschön.